Hallo, herzlich willkommen zur 55. Folge bei, 55, ach Gottes Willen, nein, 45. Folge vom King of the Road Let's Play. Ja, in der letzten Folge haben wir die 60% Marktanteil erreicht, haben noch kurz vor knapp hier in Mercury jemand einstellen können und suchen uns jetzt natürlich die nächste Quest, am besten nach St. Helena oder, ja, doch St. Helena wäre gut, da ist der nächste Parkplatz. Das wäre schön. Da ist wieder jemand von der Konkurrenz. Southgate. Foothill. Eastwood. Moment, Moment. Hier nochmal kurz was klären mit dem netten Herrn. Bestimmt eine rote Ampel. Ja. Ja, Eastwood ist natürlich jetzt nicht unbedingt das nächste. Foothill auch nicht. Southgate auch nicht. Wir könnten nur Faber machen. Ja. Aber wir haben auch bloß eine Lizenz. Ja, das war jetzt eigentlich blöd. Egal, fahren wir jetzt noch nur Faber. Nicht schlimm. Grün. Ja, ab und zu stört der Scheibenwischer echt, ja. Ja, natürlich sage ich auch hier wieder dazu, dieses Video wird direkt nach den letzten zwei Teilen aufgenommen. Ich habe tatsächlich mal eine neue Audacity-Spur angefangen, weil ich immer ein bisschen vorsichtig bin, wenn es darum geht, mit Windows-Taste hier aus dem Spiel rauszuteppen, auch wenn es die GOG-Version ist. Ja, ich bin da ein bisschen ängstlich, sage ich mal, dass da irgendwie was kaputt geht und dann abstürzt oder so und dann ist die Aufnahme futsch oder so. Das möchte ich alles nicht haben. Deswegen zappe ich nicht raus mit Windows-Taste, sondern ziehe das durch und dann hoffe ich einfach mal, dass Audacity über eine Stunde aushalten konnte, weil OBS kann es auch, also sollte schon alles passen. Dementsprechend kann ich natürlich auch nicht auf Kommentare reagieren, die in der 43. oder 44. Folge geschrieben wurden, also zumindest nicht im Video kommentieren, beziehungsweise ja, darauf reagieren. Mir fehlt ja das Wort. Ja, aber naja, gut. So, gucken wir mal schnell. Nein. Wow. Ist schön, wenn man dann auf einmal wieder hingestellt wird. Ja, gefühlt schwebt der auch nur über die... Ach so, ja, hier haben wir jetzt ein bisschen gepennt, oder? Können wir hier jetzt drüber? Ja. Ja, Genies. Nein, ich möchte dich einstellen. Alles gut. Zack, mit deinem großen Peter-Bild. So, erstmal kurz mal checken. 1,5 Millionen, alles gut. An Geld mangelt es echt nicht. Und 63% Marktanteil. Ich finde es aber auch spannend, dass... Das waren doch mal, als wir am Montag in der Folge waren, das doch noch 4 Logos links. Das heißt, wir haben schon irgendjemanden einstellen können. Aber halt Martin und Chris sind halt echt noch auf... Also zumindest Martin haben wir auf der Straße unterwegs gesehen. Diesen Adler, den haben wir schon mal gesehen. Es ist jetzt nicht so, dass die anderen, dass die Konkurrenz schläft, aber die stellen halt kaum jemanden ein. Ja, wir können hier mal kurz gucken, aber... Okay, Andrew könnte man hier einstellen. Wir haben halt leider keine Lizenz, deswegen war es vielleicht nicht so klug, jetzt unbedingt hier lang zu fahren. Wir können kurz mal gucken, gibt's Andrew, da unten, 2% Marktanteil und 12.000er Tonnage. Das muss man echt mal gucken, ob das der ist. Das wird der bestimmt sein. Das wird der ganz bestimmt sein. Wenn wir jetzt auf dem ersten Platz landen, müssten wir auch wieder 2 Lizenzen bekommen. Also ja, können wir eigentlich runterbrettern. Am besten natürlich mit Auftrag nach Mercury oder Foothill oder so. Weil das, ich versuche halt wirklich das Anwerben von neuen Leuten gleich irgendwie mit einer Einstellung zu verbinden. Also mit einer Einstellung, Quatsch, mit einer Ablieferung von Sachen. So, haben wir hier noch jemanden? Ja, Frank. Da steht da zwar nicht, aber das hat nicht unbedingt immer was zu sagen. Also 2 Lizenzen brauchen wir auf jeden Fall. Und hier noch jemand? Ne, okay. Aber 2 Lizenzen plus vielleicht jemand bei Northhaber direkt oben. Ach Quatsch, ich wollte hier Tab drücken. Das ist ja unser Zielort. Und da gibt es auch einen Parkplatz. Also mal sehen. Lassen wir uns da einfach mal überraschen, hätte ich gesagt. Ui. So, kurzer Sprung.
Ja, hier, genau. Hier gibt es dann irgendwo so eine geheime Abkürzung. Das habe ich in der letzten Folge schon angesprochen. Dazu müsste ich auch mal ein extra Video machen. Wirklich ein getrenntes Video, was nicht mit dem Let's Play zu tun hat, sondern was einfach nur so ein, ja, wie soll man sagen, Let's Show. Oder einfach nur ein Gameplay-Video ist. Gameplay. Play wird mit P geschrieben, wie Paul oder wie, weiß nicht, Potsdam. Ich habe mir das neue Buchstabieralphabet noch nicht angesehen. Und eigentlich ist mir das auch relativ egal, ob nur nach Städten oder nach Namen buchstabiert wird. Solange wie man sich untereinander versteht, ist alles egal. Ob das nun, ob jemand sagt P wie Paul oder P wie Potsdam. Solange wie es eindeutig ist, ist alles gut. Genau. So, mal gucken. Ich bin gespannt. Also wie schon gesagt, 63% Marktanteil bei 34 Fahrerinnen und Fahrern. Ja, mit 1,5 bis 2 als Faktor pro eingestellte, eingestellte Person sind wir eigentlich relativ gut. Also brauchen wir am Ende, naja, so 60 wahrscheinlich. 20. Nochmal dazu, vielleicht reicht das auch schon. Wir werden es sehen. Zack, erstmal haben wir das geschafft und gleich hier wieder Windcliff 9. Entweder Mercury. Westwood würde auch noch gehen, notfalls. Eastwood auch nicht. Greystone, Gottes Willen, nein. Dann machen wir wohl Westwood. Ups. Schuhe nach Westwood. Ja, da fahren wir aber erstmal, wie schon gesagt, wir fahren ja so oder so wieder über die Schnellstraße zurück nach River Valley. Nach Mercury, Entschuldigung. Ein Volga. Und ein Van. Coole Sache. Es sind echt viel mehr Fahrzeuge mittlerweile verfügbar auf den Parkplätzen, die es vorher nicht gab, seitdem die 50% erledigt sind. Das ist so unglaublich, wie auf einmal quasi 7 von 7 Konkurrentinnen ja, unsere eigenen Angestellten sind. Oder Moment, gendert man Angestellten? Angestelltinnen? Nein, keine Ahnung. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. So, wir haben ja 2 Lizenzen. Das müsste ja eigentlich genau reichen. Wir hatten ja Frank und, ach, wie hieß die Person? Moment. Andrew, genau. Und das werden immer weniger in der Liste. Irgendwann, ich bin natürlich gespannt, ob das dann am Ende dann wirklich niemand mehr dasteht, außer halt vielleicht die eine Person, die wir nie finden werden, weil sie sich im Wasser versteckt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das war jetzt nur Spinnerei. Ja, die fahren alle woanders lang, aber das ist ja nicht schlimm, weil die wissen ja nicht, dass ich dann ab Mercury richtig doll abkürzen kann. Ich hoffe, wir sind trotzdem schneller. Aber ich denke, ja, bis die alle oben übers Kleeblatt gefahren sind, das ist immer so eine Sache bei No Favor, da, ja, da tapst die KI ein bisschen. Weil das ist halt echter Zeitverlust, da oben lang zu fahren, aber ist ja nicht das Problem für uns, ja. Ups. Ups, ups, ups. Ja, mit der Mafia, das hat sich wieder beruhigt aus der letzten Folge. Keine Ahnung, woher das auf einmal kam. Aber ich glaube, das werden wir auch nicht so schnell erfahren. So, das war der Benz Actros. Actros, ja, heißt er so? Ist eigentlich auch egal. Auf jeden Fall, das war das Fahrzeug, was nur so da stand. Und hier haben wir jetzt die erste Person zum Einstellen auf dem Weg. Zack, das ist der Frank gewesen, oder der Frank. Da ist ja aber alles auf Englisch, sagen wir jetzt mal Frank. Und dann hatten wir eigentlich, genau, unten bei der Tankstelle 24, glaube ich. Oder bei der 23, ich weiß nicht, aber irgendwo war auf jeden Fall noch ein Parkplatz und da war der Andrew, der auf uns gewartet hat. Aber für den wir keine Lizenz hatten, leider. Scheibenwischer wieder aus. So, 183. Ja, ein bisschen langsamer, denn wir müssen gucken, ob das... Ne, dann war es echt die 24 wahrscheinlich. Sechster? Okay. Interessanterweise sind wir Sechster. Gut, wer weiß. So, jetzt hier müsste doch... Genau, der Andrew gewesen sein. Cool, so ein... Hier ist noch jemand. Bill. Okay, da... Puh. Bill, steht er mitten in der Liste? Nein, Andrew ist jetzt weg, genau. Hm.
ob wir uns das merken, dass hier noch jemand ist, aber ja, damit beantwortet sich eigentlich meine Frage aus der letzten Folge auch von alleine. Ist, die Leute spawnen nach und natürlich mit anderem Namen und so. Ja, die Polizei kann jetzt, hier ist George auf einmal. Okay. Das heißt, wir brauchen hier nochmal zwei Lizenzen. Ist hier auch noch jemand oder ist es bloß ein LKW zum Kaufen? Ja, ist bloß ein LKW zum Kaufen. Aus Versehen angestupst. Ja gut, wenn wir in Westwood sind, dann... Ja, könnten wir nochmal nach Sandy Ranch? Ne, das ist länger. Na, mal sehen. Wir werden hier schon mal wieder vorbeikommen. Erstmal gucken, wie viel... 67% Marktanteil. Ja, es ist halt echt... Boah. Es geht jetzt richtig straff voran. Also, wenn man so überlegt, wie lange man eigentlich am Anfang braucht. Natürlich, man hat am Anfang noch keine Upgrades, hat sehr wenig Geld, kann sich nicht irgendwie hier diesen BMW leisten mit allen Upgrades. Ganz einfach, weil... Ist einfach so. Nützt nun mal nichts. So, wir müssen aufpassen. Ich muss nach Süden, sofern wir hier noch langkommen. So. Ja, ich weiß. Wir sind auf den 7. Platz. Alles gut, das ändert sich gleich. Die anderen sind noch nicht mal bei St. Helena. Also alles entspannt. Grüne Ampel, noch besser. Zack. Jetzt sehen wir nämlich schon als dritte Person. Und das ist... Das rechnet ja so, als wenn wir normal fahren würden, jetzt, sag ich mal, unten über die doppelten Parkplätze bei Foothill. Vielleicht über die Abkürzung von Southgate, okay, aber sonst, ja. Sogar zweite Person. Zweiter Platz, nicht zweite Person. Jetzt sogar erst. Ja, okay, das ist jetzt aber auch nicht so wild, weil jetzt kürzen wir ja gleich ab. Hier wäre eigentlich eine perfekte Stelle, um irgendwie zu warten, um jemanden ins Wasser zu schieben von der Konkurrenz. Das wäre eigentlich echt eine Maßnahme mal. Wenn es wirklich darum geht, dann mal die 100% zu erreichen, so wie es der Metroid Gamer mal beschrieben hatte. Was ja scheinbar... Ups, hier wollen wir lang. Was ja scheinbar nicht so einfach ist. Kommen wir... Nein, wir kommen natürlich nicht durch die Birke. Bleibt schön stehen. So, jetzt aber schön... Der ist im dritten Gang, im vierten Gang bei 140. Oh Gott, eigentlich müsste der Motor so laut sein. Oha. Das hat uns die Lichter doch ein bisschen... Ich dachte, da könnte man durchfahren. Naja, gut. Ja, ich dachte, fliegt jetzt wenigstens die Motorhaube komplett ab. Da sieht es wenigstens wieder ordentlich aus. So, zack. Und jetzt sind wir natürlich ganz sicher auf dem ersten Platz, das ist klar. Die sind ja jetzt kurz vor St. Helena. Und auch alle auf einen Platz in etwa gedrängt, so wie es scheint. Naja. Gut, vielleicht haben wir ja Glück und es ist jetzt wieder hier südlich von Westwood jemand auf dem Parkplatz, den wir einstellen können. Oder am besten zwei. Denn ansonsten würde ich als nächstes nochmal nach Mercury oder St. Ja gut, St. Helena wäre eigentlich auch mal gut. Ja, St. Helena können wir machen. Mal sehen, schaffen wir das noch? Ja, müssten wir eigentlich zeitlich noch schaffen. Wir sind ja echt schnell unterwegs mit dem BMW M5. So, tschüss. Ja, Polizei meckert nicht. Gut. Schön, wenn die nicht meckern, dann ist alles gut. So, ich möchte wenigstens noch den Parkplatz im Süden. Zwei Lizenzen, okay. Den Parkplatz im Süden nochmal kurz anfahren, bevor wir uns hier ansehen, wo wir alles hinfahren. Am besten halt nach St. Helena. Oder notfalls nochmal nach Southgate. Oh ja. Okay, da sind wir durchgebackt. Ja gut, ob wir die Reparaturkosten mit hier zahlen durch einen Notruf, also ja, die 1000 sind verschwendet, das stimmt, aber ja, oder ob wir nun zumindest die reine Reparatur in der Werkstatt machen, das ist, glaube ich, dasselbe. Das sind halt echt andere Fahrzeuge, sehr spannend, okay. Gut, dann geht's zurück nach Westwood. Und dann schauen wir mal, dass wir nach St. Helena kommen. Weil da gibt es auch noch einen Parkplatz, den haben wir noch gar nicht angefahren. Also,
Jetzt zumindest in diesen aktuellen Run. Mercury wäre auch okay. River Valley, North Harbor. Na gut, North Harbor geht notfalls auch. Ja, Eiscreme hat ja auch nur 54% Bruchfaktor. Das ist nicht schlimm. Ich weiß nicht ganz, ob wir das noch schaffen in dieser Folge, aber wenn nicht, ist ja auch nicht schlimm. Es ist ja eindeutig, wenn ich die nächste Folge da mal aufnehmen sollte irgendwann. Es ist ja eindeutig, wo wir hinwollen, nach North Harbor. Also alles gut. Das war sehr elegant. Aber auch ein bisschen glücklich. Ja, wichtig wäre es wirklich jetzt in St. Helena noch diesen einen Parkplatz mitzunehmen. Ja, ich drehe mal kurz einen Schluck Tee. Polizei wartet auf uns, aber es gibt nichts. Wir lassen uns zurzeit nichts zu Schaden kommen. Obwohl wir eigentlich doch mehrere Zusammenstöße haben, aber... Vielleicht geben sie es auch auf. Hier kommen natürlich gerade all unsere Angestellten, die wir alle, weil die gegeneinander noch konkurrieren. Das ist sehr, sehr amüsant, muss ich sagen. Die überholen sich auch gegenseitig. Und am Ende bringen sie alle dasselbe Geld in die Kasse ein. Mittlerweile, ja, 67% Marktanteil, 1,68, ja. Also es stagniert zwar auf dem hohen Level, aber das ist ja auch egal, sag ich mal. Wir haben uns ja viele, viele Unfälle schon geleistet, leider, und viele Notrufkosten bezahlen müssen. Aber, naja, mein Gott. Das macht man nicht alles für die Firma, ja? Eieiei, das ist auch ein BMW M5. Tschüss. Das war halt nicht mal Konkurrenz, das war einfach nur so. Ups. Naja, die werden schon nichts gemerkt. Dann ist doch nur ein Helikopter hier, alles gut. Alles safe, ja, der verfolgt uns nicht. Ach, sehr schön. Gruß geht raus an die Kühe, die hier standen. Ne, das macht man natürlich bitte in echt nicht, dass man irgendwelche wilden Tiere oder zumindest irgendwelche Tiere, die draußen stehen, anhubt oder mit Scheinwerfern blendet. Weil ich denke, wenn so eine Kuh, ja, da so frei steht und dann erschrickt und dann losrennt, ist halt schlecht für die Kuh und schlecht für andere Kühe oder allgemein andere Tiere. Riesensprung. Oh, ist glatt gegangen. Muss halt echt nicht sein, also... Ja, das Hupen ist halt wirklich eigentlich nur zum Warnen da. Ja, ich habe auch schon mal andere Leute angehupt, weil sie ja die Ampelphase verpennt haben und nach 5 Sekunden immer noch nicht losgefahren sind. Weil, keine Ahnung, im Gespräch, am Handy, wahrscheinlich eher zweiteres. Ja, passiert leider. Manchmal ist man da so ein bisschen... Manchmal ist man sehr ungeduldig beim Fahren, das ist manchmal... Weil manchmal ist auch Zeitdruck dahinter irgendwo, wenn man irgendwo zur Arbeit fährt oder zur Ausbildung oder in die Schule oder zu irgendeinem Termin oder zu Freunden. Manchmal ist halt wirklich Termindruck dahinter und dann, beziehungsweise Zeitdruck und dann, ja, ist man leicht gereizt leider. Wenn es dann darum geht, dass irgendjemand eine wichtige Ampelphase verpasst, weil die Ampel, keine Ahnung, Ewigkeiten sonst auf Rot oder auf jeden Fall nicht auf Grün ist. Na gut, wir sagen mal auf Rot, weil auf Gelb ist trotzdem Quark. Gelbe so eine Sache, ja, aber gelb drüber, egal. Ich muss aufpassen, dass ich hier, genau hier einen kurzen Abstecher mache. 2 Lizenzen haben wir. Howard haben wir eingestellt. Nein, den Cayman brauchen wir nicht. Und ich glaube, den Van, da, ja, mit dem Van können wir niemanden einstellen. Aber egal, wieder eine neue Person eingestellt und somit 69% Marktanteil. Ja, es wird, es wird, es wird. Oh, knapp. Polizei sagt immer noch nichts. Okay, sehr schön. Ja, die Frage ist, ziehen wir das jetzt noch durch bis nach North Harbor? Oder ich denke, wir machen in Sandy Ranch eine Pause. Also, dass ich die Aufnahme dort beende. Ja, ich denke, das können wir machen. Konkurrenz ist jetzt nicht so weit weg unbedingt, aber... Ja, ich denke, das geht trotzdem. Weil wir starten ja dann in der nächsten Folge auf jeden Fall bei 0. Also beim 0 im Sinne von der Geschwindigkeit auf dem Tachometer. Aber das ist ja nicht schlimm. Der BMW beschleunigt da so schnell, dass wenn ich mich jetzt hier bei Sandy Ranch hinstelle
Und nach ziemlich genau 20 Minuten wieder die Folge beende, hat die Reparatur was gebracht, wenn danach wieder so viel kaputt ist. Wir reparieren ihr Auto kaputt, ja, ja. So. Ja, wir stehen jetzt direkt bei Sandy Ranch an die Laderampe, sage ich mal. Vielleicht haben wir ja Glück und die Konkurrenz fährt oben lang, also fährt nicht über Sandy Ranch, nein, die fahren über Sandy Ranch, das sieht man jetzt schon. Weil sonst würden sie nicht den unteren Streifen nutzen, oder? Oh, sorry, das war echt nicht mit Absicht. Ja, hier müssen wir immer aufpassen, dass man doch mal ins Wasser... Nein, die nutzen tatsächlich den... Aber Sandy Ranch sollte man eigentlich echt kürzer sein, denke ich mal. Oder echt schneller. Nicht echt kürzer. Das war das falsche Wort. So. Genau, stellen wir uns hier hin. Und dann in der nächsten Folge geht es dann nach North Harbor. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann. Zack, jetzt speichern wir noch schnell. Wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn ihr wollt. Bis dann.